Schönen guten Morgen an die Kolleginnen und Kollegen der Landtagspresse, die uns heute zahlreich zugeschaltet sind, wie ich sagen darf. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ich bin dann mal länger weg. Ich muss dann mal länger weg. Eine kleine Reminiszenz an Habe Kerkeling, dessen Buch ja lautete: Ich bin dann mal weg, der auf den Jakobsweg gegangen ist. Der Jakobsweg könnte auch ein Anlass sein, um einmal längere Zeit eine Auszeit vom kommunalen Ehrenamt zu nehmen. Das gibt es, das ist heute unser Thema. Wir wollen die Rahmenbedingungen für ehrenamtlich kommunalpolitisch Engagierte verbessern und wir freuen uns, dass wir heute Stefanie Jicher zu Gast haben, Präsidentin des Landtags von Tirol und ehrenamtliche Gemeinderätin in Fomp in Tirol. Sie ist uns heute aus Innsbruck zugeschaltet und natürlich ist dabei unser kommunalpolitischer Sprecher und Initiator unseres Gesetzentwurfs zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt, Johannes Becher, zugeschaltet aus Moosburg. Ich melde mich aus Schweinfurt. Kurzer Hinweis zum technischen Prozedere. Sie finden die Unterlagen zu dieser Pressekonferenz rechts in Ihrem Menü unter Unterlagen. Das sind zwei PDF-Dokumente, unser Gesetzentwurf sowie unser Pressepapier zu dieser Pressekonferenz. Die können Sie sich öffnen und lokal wieder speichern. Und wenn wir mit unserem Input fertig sind, dann können Sie sich entweder hier zu Wort melden mit einem Handzeichen, dann schalte ich Ihr Mikrofon frei. Oder Sie können eine mögliche Frage auch in den Chat eintragen, dann können wir diese beantworten. Jetzt geht es aber los mit unserer Pressekonferenz, das kommunale Ehrenamt stärken. Johannes Becher, bitteschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal von meiner Seite wunderschönen guten Morgen in Corona-Zeiten zur digitalen Pressekonferenz. Aber wir haben ja da jetzt inzwischen alle schon ein bisschen Übung bekommen. Ja, heute geht es uns als Grünen um ein Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts und es geht uns vor allem darum, das kommunale Ehrenamt auch den Lebenswirklichkeiten ein Stück weit anzupassen. Und ich selber bin ja seit dem Jahr 2008, also damals noch mit langen Haaren und Zahnspange, gewählt worden als Stadtrat in Moosburg und Kreisrat im Landkreis Freising. Und man ist ja dann gewählt immer für einen Zeitraum von 6 Jahren, was einfach eine sehr, sehr lange Zeit ist. Und in dem Moment, wo ich gewählt wurde, war für mich klar, ein Auslandsstudium kommt jetzt nicht mehr in Betracht, also auch ein Semester nicht. Welche Möglichkeiten hat man, wenn man dann mal 6, 7 Monate weg ist? Naja, entweder man gibt sein Mandat zurück und tritt zurück und dann wahrscheinlich nie wieder an. Oder aber man ist ein halbes Jahr nicht da und kann eigentlich die Aufgabe nicht so erfüllen, wie man sich's gerne vorstellt, wie man es auch ja ganz oder gar nicht, das ist ja schon also ein Grundsatz mit hoher Motivation, den viele im kommunalen Ehrenamt haben. Und das ist die Problematik. Was passiert, wenn ich längerfristig ausfalle auf der kommunalen Ebene? Und bislang gibt es hier keine Vertretungsmöglichkeit, sondern es gibt nur die Möglichkeit zurücktreten oder den Sitz quasi verweisen lassen und sich dann vielleicht auch ein bisschen Ärger mit seiner eigenen Fraktion dazu zuzuführen und ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und dann haben wir über die Landesgrenzen mal geschaut und haben uns überlegt, wo gibt es denn da bessere Lösungen? Und wir sind tatsächlich in Österreich fündig geworden und haben uns ein Stück weit inspirieren lassen. Und so habe ich dann auch die Stefanie kennengelernt. Freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Und in Österreich gibt es eine Vertretungsregelung. Und es ist auch nach Ländern unterschiedlich. In Tirol ist sie sehr weitgehend. Die Stefanie wird es ja nachher noch ein bisschen berichten. Und wir haben das ein bisschen weitergedacht und haben dann gesagt, gut, wir lassen uns von Tirol inspirieren und versuchen eine bayerische Vertretungsregelung, die auch zu unserer Geschichte der Gemeinde, Landkreis und Bezirksordnung passt, zu finden. Und das ist das, was wir vorschlagen mit diesem Gesetzentwurf. Und es ist ein Stück weit auch was Neues. Ich kann mich nicht erinnern oder beziehungsweise habe es nicht gefunden, dass im Bayerischen Landtag über einen solchen Gesetzentwurf schon mal diskutiert wurde. Es gibt ja häufiger mal Gesetzentwürfe, die ein bisschen auch recycelt werden. In dem Fall ist es hier was Neues. Wie stellen wir es uns vor? Wir wollen für den Fall, dass man längerfristig ausfällt. Und längerfristig ist für uns ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten bis zum Maximum, sage ich mal, von einem Jahr. Wenn man längerfristig ausfällt, dass quasi
der erste Nachrücker, die erste Nachrückerin die Vertretung auf Zeit wird. Stadträtin, Stadtrat, Gemeinderätin, Gemeinderat. Warum er letztlich länger ausfällt, kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Das Thema Auslandsstudium habe ich jetzt mit meiner Geschichte schon mal erzählt. Es gibt übrigens viele, die diese Entscheidung dann treffen und sagen, weil ich weiß, dass ich im Ausland studieren muss, heutzutage sind ja noch viel mehr Studiengänge auch, wo das verpflichtend ist, trete ich gleich gar nicht erst an. Das ist also ein Grund dafür, warum sich Leute gar nicht erst engagieren auf dieser Ebene, weil sie sagen, wenn ich dann noch 2 Jahre zurücktreten muss, das mag ich gleich gar nicht. Aber das ist nicht der einzige Grund. Zum einen geht es nicht nur um Studenten, es könnte auch eine Ausbildung sein oder jobbedingt kommt man mal eine Zeit lang weg. Es kann aber auch sein, dass man mal längerfristig krank ist und ausfällt und dann auch froh ist, wenn man in der Zeit vertreten wird und nach einem halben Jahr kommt man vielleicht wieder. Es kann sein, dass man pflegebedürftige Angehörige hat. Das ist auch nichts, was man sich aussucht oder was man groß planen kann, sondern das passiert halt im Leben. Das kommt vor und plötzlich verschieben sich mal für eine Zeit lang die Prioritäten und bis man alles organisiert hat, ist man froh, wenn man da ein Stück weit entlastet ist. Oder natürlich auch ein Thema Familiengründung, Familienplanung. Man hat Schwangerschaft überall anders, gibt es einen Mutterschutz und so weiter. Im kommunalen Ehrenamt gibt es sowas nicht. Und auch da, auch hier kenne ich persönlich Fälle, die gesagt haben, ich trete für die nächste Periode gar nicht mehr an, weil ich mache jetzt mal Familienpause und wir haben da was vor und bevor ich dann in einem Jahr zurücktrete und dann weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Und das ist auch, sind alles Hindernisse, wo im Moment die Gemeindeordnung keine gute Antwort drauf hat. Und ich glaube, mit dieser Vertretungsregelung, dass man sagt, wenn ich zwischen 3 und 12 Monaten nicht da bin, mein Nachrücker vertritt mich und wenn ich wieder komme, dann bin ich wieder da, dann sind die wieder Nachrücker. Das wäre eine sehr praktikable und vernünftige Lösung, die auch nicht, ich glaube auch nicht, dass die inflationär eingesetzt wird, weil in der Regel wollen ja die Leute ihr Mandat auch selber ausüben, sondern die wird dann eingesetzt, wenn es benötigt wird, passt sich an die Lebenswirklichkeit an und führt dazu, dass letztlich auch mehr Leute antreten können. Wir haben in unserem Gesetzentwurf weiterhin noch 2 Punkte mit aufgenommen. Das eine ist, dass wir möchten, dass die Betreuungskosten für die Kinderbetreuung oder auch für die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen, während man in seinem kommunalen Ehrenamt tätig ist, übernommen wird. Das ist was, was viele Kommunen in ihren Aufwandsentschädigungssatzungen ohnehin geregelt haben, wo wir aber sagen, wir hätten das gerne als bayernweiten Anspruch. Da muss ich nicht mehr rumdiskutieren. Wenn ich nachmittags in der Sitzung bin und ich habe da Betreuungskosten, dann werden die übernommen. Auch im Sinne einer Familienfreundlichkeit gegenüber dem kommunalen Ehrenamt sollte das der Standard werden. Ja, und der dritte Punkt ist das Thema Freistellung der Ratsmitglieder gegenüber ihrem Arbeitgeber. Es ist ja so, ich zum Beispiel habe Donnerstagnachmittag Kreistagssitzungen und wenn ich im öffentlichen Dienst beschäftigt bin oder Beamter wäre, dann habe ich ganz normal einen Freistellungsanspruch und dann kann ich selbstverständlich zu meiner Sitzung als gewählter Kreisrat auf jeden Fall hingehen. Im privaten Sektor gibt es das nicht. In Baden-Württemberg ist es gesetzlich geregelt. Das sollte man hier in Bayern auch machen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kriegen natürlich den Lohnersatz. Also da entstehen ja keine Kosten. Aber dass man einen Anspruch hat als Mitarbeiter, wenn ich schon gewählt bin in ein demokratisches Amt, in ein Ehrenamt und dann ist da eine offizielle Sitzung oder eine Fraktionssitzung, dann muss ich da hingehen können. Selbstverständlich ist damit nicht der Freibiertermin gemeint und nicht die Parteiveranstaltung, darum geht es nicht, sondern es geht um offizielle Sitzungen im Rahmen dieses demokratisch gewählten Mandates. Ja, Herzstück sicherlich die Vertretungsregelung. Ich glaube schon, dass es was Innovatives, was Neues ist, was in der praktischen Auswirkung für das Leben einfach für viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker leichter machen kann und viele Vorteile bietet. Und ja, und ich freue mich, Stefanie, dass du mit dabei bist. Ihr seid ja in Tirol dann mindestens noch 2 Schritte weiter wie wir. Wir fangen jetzt mal mit diesem einen Schritt an, weil ich auch glaube, dass er gut zu Bayern passt. Aber wir haben uns ja schon mal unterhalten über das, was bei euch alles möglich ist und wie da auch kommunales Ehrenamt gedacht wird. Und das finde ich schon auch spannend und es tut Bayern auch immer wieder gut, sich auch von seinen Nachbarn und von seinem auch inspirieren zu lassen. Soweit würde ich es jetzt mal bewenden lassen und freue mich danach auf die Fragen.
Vielen Dank, Johannes Becher. Und ich hatte es vorhin gesagt, Stefanie Jicher ist Vizepräsidentin, zweite Vizepräsidentin des Landtags von Tirol, ehrenamtliche Gemeinderätin in Pfomp. Aber was ich vergessen habe zu sagen, Grüne ist sie freilich auch, also Grünen-Politikerin, das ist natürlich genauso wichtig. Liebe Stefanie, bitteschön, die Erfahrungen aus Tirol mit der Regelung, wie wir sie jetzt in unserem Gesetzentwurf anstreben. Ja, sehr gerne. Danke, Holger, für die freundliche Vorstellung. Sehr geehrte Medienvertreterinnen und liebe Interessierte, auch von mir ein herzliches Willkommen aus Innsbruck. Danke euch für die Einladung. Ich freue mich total, bei der Präsentation von dem tollen Paket dabei zu sein und da einen Beitrag zu leisten und darf ein bisschen von unserer Vertretungsregelung, den Tirol, wie schon erwähnt, eine lange Tradition hat und auch in anderen Bundesländern ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung als Gemeinderätin berichten. Aus meiner Sicht hat so eine Vertretungsregelung nur Vorteile. Sie bringt wirklich eine ganz große Entlastung für die ehrenamtlich tätigen Gemeinderatsmitglieder. So eine Entscheidung, in den Gemeinderat zu gehen, die trifft man ja nicht jeden Tag und das überlegt man sich ja, weil das natürlich auch eine Verantwortung ist, die man übernimmt für die Fraktion und für die eigene Kommune. Und dieser Verantwortung will man natürlich auch gerecht werden. Und wenn es da dann gar keine Möglichkeit gibt, sich vertreten zu lassen, ist das natürlich ein dementsprechender Druck, der auf einem lastet und wie der Johannes schon ausführlich berichtet hat, oft auch Grund, eben nicht aktiv in die Kommunalpolitik einzusteigen, was natürlich sehr schade ist. Der Johannes hat schon erwähnt, Personen in Ausbildung, das sind vor allem oft auch junge Menschen, für die ist das natürlich total schwierig, weil je nach Studium, je nach Entwicklung, da sind so viele ungewisse Komponenten und auf 6 Jahre sich da zu binden, ist natürlich schon eine ganz große Entscheidung. Und da ist so eine Vertretungsregelung natürlich ideal. Auch eben für junge Familien, also mein Gemeinderatskollege, mein Fraktionskollege, wir sind eben zu zweit für die Grünen im Gemeinderat als Beispiel. Dann habe ich gefragt, ob er nicht Lust hätte zu kandidieren und er war total Feuer und Flamme. Ist eben damals Single gewesen und hat in einer Wohnung gewohnt und mittlerweile, 4 Jahre später, ist er verheiratet, zweifacher Vater und hat ein Haus gebaut. Und ja, Sie können sich vorstellen, wenn er damals schon in der Situation gewesen wäre und es hätte keine Vertretungsregelung gegeben, hätte ihn wahrscheinlich nicht für diese Tätigkeit gewinnen können. Und der ist natürlich sehr froh um die Vertretungsregelung und hat die auch ganz gut genützt in den letzten 4 Jahren immer wieder, wo es einfach auch eng geworden ist bei ihm privat. Weiters ist es für mich vor allem auch demokratiepolitisch ganz essentiell, weil die Anzahl der Mandatarinnen in einer Kommune, die sind ja aufgrund des Wahlergebnisses bestimmt worden und diese Mehrheitsverhältnisse, die die Bevölkerung gewählt hat, sollen sich natürlich auch dann bei den politischen Entscheidungen, bei den unterschiedlichen Themen und Anträgen widerspiegeln. Und das kann natürlich schon nah bei knappen Mehrheitsverhältnissen irgendwo demokratiepolitisch schwierig sein, wenn es quasi so eine Vertretungsregelung gibt. Aus der Praxis eben auch noch ein Fall, der mir gerade eingefallen ist, ist eine längere Krankheit. Also zum Beispiel war es so, dass wenn er zum Beispiel ein Landwirt einen schweren Arbeitsunfall hat, was in meinem Umfeld schon vorkommen ist und einfach länger ausfällt oder andere Krankheitsgeschichten, die einfach länger dauern, wo so ein Gemeinderatsmandat natürlich auch eine zusätzliche Belastung ist, ist man auch froh, wenn man das abgeben kann. Aus der Praxis kann ich erzählen, dass diese Vertretungsregelung wirklich eine sehr hohe Akzeptanz quer über alle Fraktionen hat. Das ist bei uns eigentlich so, dass bei jeder Fraktion immer wieder vorkommt, dass ErsatzgemeinderätInnen im Gemeinderat anwesend sind und eigentlich, wenn ich mich so zurückerinnere, bei den letzten Gemeinderatssitzungen nie alle GemeinderätInnen da waren, sondern immer auch Ersätze. Also das ist wirklich von allen Fraktionen quer durch alle politischen Parteien akzeptiert und auch genützt. Das ist ein Erfahrungsbericht und ja, deswegen kann ich diese
Regelung, wie sie jetzt hat, eben angestoßen ist, nur wärmstens weiterempfehlen und wünsche euch gutes Gelingen, dass ihr auch bei euren Kolleginnen und Kollegen beim Landtag Gehör dafür findet. Herzlichen Dank, Stefanie, auch für die guten Wünsche selbstverständlich aus Innsbruck in Tirol. Und jetzt freuen wir uns, wenn wir Ihnen Fragen beantworten können. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, entweder durch ein Handzeichen anzudeuten, dass Sie uns eine Frage stellen möchten. Dann kann ich Ihr Mikrofon freischalten oder Sie schreiben eine Frage direkt in den Chat. Auch diese Möglichkeit haben Sie und wir können auf diese Frage dann eingehen. Entweder Fragen natürlich an Stefanie Jicher in Tirol oder an Johannes Becher in Moosburg, unseren kommunalpolitischen Sprecher. Bislang habe ich keine Fragen. Die Unterlagen, das wissen Sie, stehen zum Download zur Verfügung. Und ich warte auf den oder die ersten Mutigen. Die erste Mutige, Xaver Schäfer, meldet sich per Handzeichen. Ich schalte das Mikrofon frei und bitte schön, Ihre Frage, Herr Schäfer. So, klappt es mit der Lautstärke und allem? Sie hören mich ganz wunderbar. Ich hätte zwei Fragen zunächst. Wir haben jetzt schon gehört, dass es Leute gibt, die das Ganze betrifft. Haben Sie da auch Fallzahlen oder eine Ahnung, in welcher Dimension das eigentlich interessant wäre für Leute, dass sie wegen Pflege und Familie und so weiter eigentlich ausfallen? Das wäre die erste Frage. Johannes Becher, bitte. Die zweite Frage wäre der Nachrücker. Oder die Nachrückerin würde ja dann nachfolgen, aber ist ja eigentlich so nicht gewählt. Ist das dann noch, ist das auch ein Demokratieproblem? Also mit der ersten Frage mit Zahlen, es gibt keine Zahlen, wo sollten die auch erhoben werden, weil das ja dann immer die individuelle Entscheidung ist. Im Moment hat man eben die zwei Möglichkeiten. Entweder man ist halt einfach nicht da, das wird aber nicht weiter dokumentiert jetzt, wenn man nicht da ist, zumindest nicht bayernweit, da müsste man ja sämtliche Protokolle der einzelnen Sitzungen durchgehen und dann immer auch fragen, warum war es ja gerade nicht da, das macht natürlich keiner, deswegen kann ich Ihnen keine Zahlen liefern, ich könnte Ihnen schon ein paar Beispiele halt erzählen, die ich erlebt habe die letzten 12, 13 Jahre, wo das Thema war. Die Demokratie theoretisch halte ich es für kein so großes Problem, weil die Nachrückenden sind ja auch gewählt sozusagen. Also wir nehmen ja nicht irgendwer kann vertreten, sondern wir haben ja sind ja mit Listen, die angetreten sind und der erste Nachrücker hat halt dann gerade so das Mandat verfehlt und ist aber dann auch für den Fall, also nehmen wir an, ich würde ausscheiden bei mir im Stadtrat, dann würde der erste Nachrücker ja ganz regulär für mich nachrutschen. Und mit unserer Regelung würde er nun auf Zeit nachrutschen, nämlich so lang, bis ich wieder mein Amt ausführen kann. Also das ist schon gut, also danke für diese Frage, das nochmal auch deutlich zu machen. Nachrücker sind quasi die nach demokratischem Wahlergebnis auch als Erste dann nachrücken, nicht irgendwer. Danke. Vielen Dank, Herr Xaver Schäfer. Ich denke, Ihre Fragen sind damit beantwortet. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen? Wie gesagt, Handzeichen oder einfach direkt in den Chat hineinschreiben. Ja, wir scheinen alles im ersten Anlauf einigermaßen zur Zufriedenheit aller beantwortet zu haben. Spricht natürlich auch für die Referentinnen und für den Referenten Johannes Becher, Stefanie Jicher. Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz zur Vorstellung unseres grünen Gesetzentwurfs zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung und wünschen eine schöne Woche. Besten Dank, alles Gute, pfiat einer. Ciao, danke, alles Gute. Thank you.